30. Oh, guck mal, die schöne Berlinerin. Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius. Alle herzlich willkommen in unserer Sendung im duftenden Berlin. Ja, heute sehen wir La Vie en Rose mit der Königin der Blumen. Ja, die schöne Berlinerin bezeichnet natürlich nicht nur meine nette Kollegin dort hier, aber auch dieses Rosenexemplar da vorne. Das liegt wahrscheinlich daran, dass hier in Britz bis in die 1920er Jahre hinein Rosen gezüchtet wurden. In diesem Stadtteil erinnert dieser Rosengarten heute noch daran. Das ist nur ein Teil vom großen Britzer Garten, der 1985 zur Bundesgartenschau Berlin angelegt wurde. Und hier wollen wir uns heute fragen, wofür die Rose heute steht. Seit Beginn der modernen Rosenzucht sind 30.000 unterschiedliche Sorten entstanden und es werden immer mehr. Um eine Rose zu züchten, braucht man Fingerspitzengefühl, Fachkenntnis und einen langen Atem. Sie ist eine Gräfin, zumindest dem Namen nach, Rosengräfin Marie Henriette. Buschig im Auftreten bringt sie üppige Blüten von 10 cm Durchmesser hervor. Ihr Aussehen erinnert an historische Sorten. Dabei ist Marie Henriette ein Neuling unter den Gartenrosen. Ihr Vater, Rosenzüchter Thomas Proll, hat ihre Entstehung von Anfang an begleitet. Eine langwierige Geburt. Tollen Duft, ne? Ja. Ja, also diese wunderschöne neue Duftrose, Rosengräfin Marie Henriette, das ist eine ganz neue Sorte, die ist erst im Herbst 2013 jetzt in den Handel gekommen. Für mich ist sie aber eine alte Bekannte, denn die Kreuzung haben wir schon im Jahr 2003 durchgeführt für diese Sorte. Der Sämling keimte dann im Jahr 2004 und dann hat sie noch viele anstrengende Perioden auf dem Testfeld hinter sich gebracht, bis sie schließlich nun ihren Sortennamen bekommen hat. Wie eine Rosenneuheit aussehen, blühen und duften soll, das entscheidet Thomas Proll im Vorfeld. Er führt genau Buch darüber, welche Sorten er miteinander kreuzen will. Die Rosenzucht hat eine lange Tradition. Die Wiege der Rosenzüchtung ist ganz klar in Frankreich zu suchen und die Anfänge dann sicherlich in Klöstern, wo die Mönche zunächst ungezielt einfach freie Abblüten genommen haben, wo man dann einfach auch die Abstammung der Rosen nicht genau kennt. Da sind die meisten historischen Rosen entstanden und mit der Entdeckung der Mendelschen Gesetze hat man dann immer mehr auch die Hintergründe in der Pflanze verstanden und es hat sich dann im 19. Jahrhundert auch eine vitale Rosenzüchterszene in England und Deutschland etabliert. Wer Rosen züchten will, braucht Fingerspitzengefühl. Mit sanfter Gewalt legt Thomas Proll das Innere der zwittrigen Rose frei. Damit sich die ausgewählte Mutterpflanze nicht selbst befruchtet, entfernt er die männlichen Pollensäcke. Die Pollen werden in Petrischalen gesammelt, getrocknet und für eine spätere Kreuzung aufbewahrt. Aus seiner Pollenbank wählt der Züchter dann die Vaterrose. Mit dem Blütenstaub aus den Pollensäcken befruchtet er die Narbe der Mutterpflanze. Fertig ist die neue Kreuzung, die er anschließend mit einer kodierten Nummer kennzeichnet. Doch warum immer mehr neue Rosen? Also für uns sind inzwischen die Hauptzüchtungsziele, eine gute Resistenz gegen die Blattkrankheiten zu erreichen, die die Rosen befallen. Und da ist zum einen die, kennt wahrscheinlich jeder zu seinem Leidwesen aus dem Garten, die Schwarzfleckenkrankheit, der sogenannte Sternrusttau, oder auch die Mehltaupilze, der echte und der falsche Mehltau und schließlich auch der Rosenrost mit rötlichen Pusteln an der Blattunterseite, gerne im Volksmund mit dem Sternrusttau verwechselt. Pro Jahr kreuzt Prolls Züchterteam rund 50.000 Einzelblüten. Jede Hagebutte, die heranreift, trägt mehrere Saatkörner. Daraus ergibt sich eine Vielzahl an Kreuzungsvarianten, also viele neue Rosensorten. Aus den Hagebutten, die wir daraus bekommen, da ernten wir später die Saatkörner. Und wenn diese gut keimen, bei einer guten Keimrate, dann bekommen wir etwa 200.000 Sämlinge auf den Saatbeeten. Und das bedeutet etwa 200.000 neue, mögliche neue Rosensorten auf dem Saatbeet im folgenden Jahr. Aus der Vielzahl an Sämlingen, also Jungpflanzen eines Jahrgangs, werden etwa 10% ausgewählt. Sie kommen aufs Testfeld. Gärtner vermehren die neuen Sorten mit einer besonderen Methode, der Okulation. Sie setzen jeweils das Auge, also die Knospe der neuen Rose, auf den Wurzelhals eines fremden Rosenwildlings mittels T-Schnitt. Weil der Wildling bereits gute Wurzeln hat, bietet er der neuen Rose eine gute Wachstumsgrundlage,
So kann sie später aus der Veredelungsstelle austreiben. Die neuen Rosen werden auf dem Testfeld auf Herz und Nieren geprüft. Sie werden in Abständen von 1 bis 2 Jahren reduziert. Von den rund 10.000 Sorten im zweiten Jahr wetteifern noch etwa 250 Sorten bis Ende des 6. Jahres um die Gunst des Züchters. Thomas Proll selektiert streng. Die Neulinge müssen gut wachsen, duften und blühen. Außerdem Hitze, Frost und Regen überstehen und Krankheiten trotzen. Denn auf dem Testfeld werden keine Spritzmittel gegen Schädlinge eingesetzt. Dadurch geben wir ihnen die Chance, ins Feld einzuwandern, wie wir hier an diesem Beispiel sehr gut sehen können. Wir sehen hier also eine kerngesunde Rose direkt neben einer sehr, sehr kranken Rose, die massivst mit Sternrußtau befallen ist. Und genau dieses Bild wollen wir sehen. Die Guten werden dann weiter vermehrt und bleiben in der Testung. Und sowas muss dann leider weichen. Von den anfänglich 200.000 neuen Rosenkreuzungen bleiben nach rund 7 Jahren nur etwa 10 Sorten übrig. Sie werden schließlich in großer Stückzahl angebaut. Neuheiten wie die Rosengräfin Marie-Henriette müssen dann noch die Herzen der Käufer erobern und sie betören durch Duft, Farbe und Blütenpracht. Und damit das auch gelingt, lassen wir uns gleich hier im Britzer Garten zu Rosenpflegern umschulen. Ja, dieser Garten ist im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend. Denn was Sie hier sehen, können wir auch riechen. Ja. Hallo? Hallo. Frau Lauenstein. Guten Tag. Das ist also Ihr Reich. Das ist mein Sie Reich. Sie sind ja Parkmanagerin hier. Ne? Ja. So, und ich nehme mal stark an, Sie haben auch einen grünen Daumen. Und Sie wissen wahrscheinlich auch, wie viele Rosen Sie hier wachsen ja, haben. Ja, das sind insgesamt 200 Arten und Sorten. Wow. Aber eben, wie Sie schon sagen, auch ein sehr schöner Arbeitsplatz. Mhm. Dürfen wir mitmachen heute? Gerne, sehr gerne. Wir sehen hier gerade in dem Beet, da wächst das Kraut. Und auch die Rosen müssen mal geschnitten werden und der Boden gelockert. Da habe ich also richtig was zu tun für Sie. Ja, dann okay, dann los. Brauchen wir erstmal die passende Ausstattung. Also hier sind ja, wie man sieht, diese verblühten Blüten, Blütenrückstände, wie man es nennt. Ja. Und dann nimmt man diese Rose und guckt, wo das nächste Blatt ist, die nächste Blattspreite. Und da drüber schneidet man ab. Und aus diesem Auge, was hier unten ist, das ist die nächste Triebknospe. Ah. Und da kommt die nächste Blüte raus. Ein neuer Trieb mit einer neuen Blüte. Und deshalb ist es so wichtig, dass man das regelmäßig schneidet. Gut, dann müsste ich also hier Blüte, Blatt hier unten abschneiden. Ja, genau. Und kurz über dem Auge. Schnapp. Die entwickeln sich dann neu, wenn wir die nachgeschnitten haben. Das regt das Blütenwachstum an. Und was ist das Ding hier, das ich noch dabei habe? Das ist eine Rosengabel. Rosen lieben Lehmboden. Und wir müssen aber lockern. Es gibt ja das Bodenlehm. Die Tiere in dem Boden, diese Mikroorganismen, die setzen ja die Nahrung für die Pflanze um. Mhm. Und die brauchen aber Luft. Das ist natürlich jetzt eine etwas aufwendige Sache. Ja? Viel Spaß, Pierre. Ja. So, und das reicht schon? Das reicht noch nicht ganz. Also ein bisschen was muss man noch machen, um die Rosen zu erhalten. Das heißt düngen, wässern. Besser ist auch immer, lieber einmal lange zu wässern, als jeden Tag so ein bisschen wässern. Eine Rose ist ein Tiefwurzler, die haben ja teilweise so lange Wurzeln. Und da muss das Wasser irgendwie hin. Und wie düngt man dann richtig? Weil die Rose zu den stark zehrenden Pflanzen gehört, muss man das mehrmals im Jahr tun. Ab August sollte man nicht mehr düngen, weil die Rose dann noch stark nachtreibt. Und das hat den Nachteil, dass sie schlecht in den Winter kommt. Ja, man vergisst ziemlich oft, dass die Rose eigentlich eine Blume aus der Sommersaison ist. Denn im Blumenladen findet man sie das ganze Jahr über. Aber in der kalten Jahreszeit kommt sie oft aus anderen Breitengraden. Irene ist Rosenpflückerin. Sie arbeitet 46 Stunden an 6 Tagen in der Woche, das ganze Jahr über. Ihr Arbeitsplatz auf der Farm Redland Roses ist sicher. In Kenia hat nur jeder zweite Arbeit. Deshalb ist Irene besonders stolz auf ihren Job.
Mit geübter Hand schneidet sie Rosen, bis zu 700 Stück in einer Stunde. Wenn ich ernte, muss ich die reifen Rosen schon aus der Ferne sehen. Ich habe nicht die Zeit, die Pflanze so anzufassen. Außerdem könnte das die Blüte beschädigen. Ich mag meine Arbeit sehr. Hier verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Was würde ich ohne den Job machen? Die meisten Schnittrosen für den europäischen Markt werden in Afrika gezüchtet. Dank des günstigen Klimas wachsen die Blumen hier das ganze Jahr. 80 Millionen Exportrosen gehen jährlich allein nach Deutschland, die meisten aus Kenia. Der Markt boomt. Deshalb entstanden in den letzten Jahren immer mehr neue Farmen in Ostafrika. Weil dadurch der Preis für die Rosen fiel, verschlechterten sich die Produktionsbedingungen zunehmend. Fairer Handel soll diese Entwicklung stoppen. Dafür setzt sich Günther Haustedt vom Flower Label Programm seit mehr als 10 Jahren ein. Er kontrolliert regelmäßig beteiligte Farmen wie Redland Roses. Nur wer den strengen ökologischen wie arbeitsrechtlichen Auflagen nachkommt, erhält das Zertifikat Fairer Rosenhandel. Eine Errungenschaft. Looks fine. Die Arbeiter haben zu unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen. Und durch die Zertifizierung hat sich das ganz wesentlich geändert. Hinter dem Druck vom Außen stehen in Deutschland Menschenrechtsorganisationen, die Gewerkschaften. Und ein anderer wichtiger Teil ist auch, dass der Handel auch daran interessiert war, einen Unterschied von einer Farm zur anderen zu bringen, indem die eine zertifiziert ist und die andere nicht. Das Flower Label Programm verlangt klar geregelte Arbeits- und Pausenzeiten für die Mitarbeiter und gewerkschaftliches Mitspracherecht. Feste Vorschriften gelten auch für den Umgang mit Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Beim Spritzen von Pestiziden ist Schutzkleidung Pflicht. Die chemischen Substanzen sind streng reglementiert. Die Arbeiter dürfen zum Beispiel die sehr giftigen Spritzmittel nicht mehr einsetzen. Das heißt, die Klasse 1 und 2 ist praktisch aus diesen Betrieben verschwunden. Und das sind die hochgiftigen, die auch krebserzeugend zum Beispiel sind oder hautätzend sind und so weiter. Pestizide sind hier bislang noch unverzichtbar. Doch biologische Pflanzenschutzmittel sind im Kommen. Etwa Milben, die Blattschädlinge fressen. Hochbetrieb in der Verpackungshalle. Gut gekühlt gelangen die Blüten hierher und werden erst sortiert und dann gebündelt. Bis die Rosen in Europa ankommen, haben sie noch eine halbe Weltreise vor sich. Dann müssen die Käufer entscheiden, ob sie bereit sind, für die fair gehandelten Rosen auch einen fairen Preis zu zahlen. Der Rosenmarkt ist ein dorniges Geschäft, das auch unschöne Blüten treibt. Die Fairtrade-Initiative hilft, die Nebenwirkungen der Massenproduktion einzudämmen. Aber oft werden Rosen auch zu Unrecht als fair etikettiert. Deswegen müssen die Kontrollen noch erweitert werden. Ja, und dazu haben wir gesehen, es werden auch Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Der Britzer Garten ist eine öffentliche Parkanlage und seit 2012 ist es uns untersagt, Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Und wie sieht es aus generell mit Schädlingen? Wir betreiben es also hier auch häufig so, dass wir einfach, wenn ein paar Blattläuse dran sind, mit einem sanften Wasserstrahl die abstreifen und dadurch eben versuchen, das zu bekämpfen oder eben über die Pflanzenstärkung. Da verwenden wir auch mal Schachtelhalmbrühen. Schachtelhalm wird gesammelt, wird in einen Wassereimer getan, es wird angesetzt und dort ungefähr 3-4 Tage lässt man das sozusagen gären. Und diese Brühe, die gießt man dann. Der Bestandteil aus dem Schachtelhalm ist die Kieselsäure, die dann die Pflanze stärkt, über die Wurzel und Abwehrkräfte bildet. Musik.
Was sagen Rosenfarben aus? Rot bedeutet Liebe, bedeutet aber in der christlichen Symbolik auch Leiden. Dann haben wir die Rosenknospe, die bedeutet Unschuld. Die weiße Rosenknospe, die weiße Rose selber bedeutet Abschied, Trauer. Die gelb-orange Farbrichtung bedeutet Treue, Freundschaft. Ja, und einmal im Jahr wird man von roten Rosen überhäuft, am Valentinstag natürlich. Und wussten Sie, dass sie dann wie Aktien gehandelt werden? Jedes Jahr kurz vorm Valentinstag steht der europäische Blumenmarkt Kopf. Die Händler haben dann vor allem ein Ziel vor Augen. So auch Blumenladenbesitzer Klaus Pitscher. Ich muss jetzt gucken, dass ich viel rote Rosen bekomme. Ja, heute werden sehr, sehr viele Käufer hier sein. Für die Jagd nach den blühenden Liebesboten muss der Florist früh aufstehen. Die holländische Blumenbörse öffnet bereits um 2 Uhr morgens für die Zulieferer die Tore. Klaus Pitschak ist seit 5 Uhr unterwegs und begutachtet die angelieferten Rosen. Sind knospig, sind fest in der Knospe noch und haben einen relativ starken Stiel. Da muss man auch darauf achten, dass man nicht so dünne Stielchen hat. Die begehrte Ware wird anschließend in der Auktionshalle versteigert. Auf dem Börsenparkett im holländischen Aalsmeer geht es zu wie an der Wall Street. Die Versteigerung vor den Toren Amsterdams ist der größte Umschlagplatz für Blumen weltweit. Geboten wird per Knopfdruck. Je später man zuschlägt, desto niedriger ist der Preis. Wer allerdings zu lange zögert, geht auch schnell leer aus. Nee, ich war einfach zu langsam jetzt. Doch jedes Gebot will gut überlegt sein. Rosen stehen heute wortwörtlich hoch im Kurs. Und diese hohen Preise muss der Händler dann weitergeben. €1,80 im Einkauf, die roten Rosen hier. Ja, wahnsinnig viel im Einkauf. Ja, ich muss sie auch haben, denn, ja. Sie müssen bedenken, die Blumengeschäfte kalkulieren ja alle mindestens mit 100%. Es geht nicht anders. Sie haben ja auch Verluste. Sie können ja nicht alles verkaufen. Und dann bei 1,80, jetzt kommen die Versteigerungsgebühren noch dazu, dann sind sie schnell auf 2 Euro. Da müssen sie praktisch 4 Euro nehmen. Schon dreht sich das Börsenkarussell erneut. Dieses Mal ist Klaus Pitschak rechtzeitig am Drücker und erhält den Zuschlag für die blühende Ware. Der Händler ist zufrieden. 6 Eimer von den gemischten kleinen Rosen. Während der Kölner Ladenbesitzer noch weitere Rosen ersteigert, wird die bereits erworbene Ware in der Halle nebenan für die Auslieferung fertig gemacht. Computergesteuerte Logistik sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Und das für Millionen Blumen täglich. 4 Stunden Börsenstress liegen hinter Klaus Pitschak, bis er sich endlich zum Ladeplatz aufmachen kann. Sein Mitarbeiter hat unterdessen bereits angefangen, die ausgelieferten Blumen auf der Ladefläche zu stapeln. Am Ende ist selbst Pitschaks Kombi bis an die Decke mit farbenfrohen Sträußen vollgepackt. Im Kölner Ladengeschäft angekommen, versorgt das ganze Floristenteam die frische Blumenpracht unter Hochdruck. Natürlich bekommen die roten Rosen als Liebesboten den besten Platz in der Auslage. Ja, Frau Launstein, bei diesen tollen Blumen vergisst man ja immer gern, dass Rosen ja auch eine Frucht haben. Ja, Rosen haben natürlich eine Frucht, nämlich die Hagebutte. Sie haben sie vorhin abgeschnitten. Das ist nämlich das, was wir bei diesen dauerblühenden Rosen wegschneiden, damit sie eben immer wieder blühen. Es gibt aber Rosen, bei denen lässt man die Hagebutten dran. Da gehen wir jetzt am besten mal hin. Oh ja. Das sind auch Rosen, das sind Wildrosen und die sind einmal blühend. An diesen haben wir die schönen Hagebutten. Ach ja, da. Da ist schon mal eine rote. Die kann man also hier jetzt so abschneiden. Und ich mache mal eine auf, dann werden wir sehen, was sich da drin befindet. Das Juckpulver. Wir kennen's, ja, wir ja, kennen's alle, ich kenn's genau. Noch aus der Kindheit. Ja, die Samen mit den kleinen Härchen dran, das juckt so. Ja, aber ich glaube, ich werde dich nicht mit Juckpulver belästigen, sondern mit Hagebuttentee. Tee? Kennst du nicht den Jugendherbergstee, mit dem wir früher alle... Genau, gequält wurden. Ja, so kann man es ruhig sagen. Ja, echt? Das kennt man in Frankreich nicht. Wahrscheinlich kennt nicht. Kennt jeder in Deutschland. Ich zumindest nicht.
Ja, es schmeckt auch sehr gut. Ich mag ihn eigentlich. Und es ist sehr gesund. Ja. Fruchtig. Vitamin C-reich. Da hier? Hm. Ist rot. Na? Ein bisschen bitter. Ja, es ist zitrusfruchtig. Mhm. Sehr populär in Deutschland, aber die Hackebutter eignet sich auch sehr gut, ne, für Marmeladen. Doch auch die Rosenblätter wurden von Feinschmeckern schon entdeckt. Rosen. Inbegriff zweckfreier Schönheit. Frau Bergler-Fischer jedoch nähert sich Rosenknospen in ganz eigener Absicht. Die Rosen, die am intensivsten duften, sind eigentlich die, die man zum Kochen verwenden sollte. Und ich bin seinerzeit auch der Nase nach durch den Garten und habe gerochen. Und die mit dem schönsten Duft, die haben wir dann für die Küche verwendet. Frau Bergler-Fischer bewirtschaftet mit ihren aromatischen Rosen einen halben Hektar Ackerland. Ungespritzt. Von den insgesamt 2500 Stöcken erntet sie jeden Morgen die frisch aufgeblühten Knospen gemeinsam mit Familie und Nachbarn. Denn Rosen sind gesund. Also die Rosen haben keine Vitamine, aber sie haben ca. 400 verschiedene Inhaltsstoffe. Sie sind noch nicht alle entschlüsselt, aber die Rose war zum Beispiel im Mittelalter dafür berühmt, dass man sie für jede Malaise eingesetzt hat, egal zwischen Geburts- und Sterbehilfe. Es gab kaum Wehwehchen, wo Rose nicht als Heilpflanze eingesetzt wurde. Besonders eine Rose ist für ihren intensiven Geschmack bekannt, die Damaszenerrose. Ihre Sorten sind hellrosé bis rot gefärbt. Wie viel Ertrag sie täglich bringen, hängt von Sonne und Regen ab. Die Rose ist eine Saisonfrucht. Im Sommer läuft natürlich die Ernte, so ab Ende Mai, Anfang Juni. Und in dieser Zeit müssen wir die Produkte herstellen, die aus frischen Rosenblättern gemacht werden. Sirup, gezuckerte Blütenblätter, Rosenwein. Aber wir frieren natürlich auch Rosenblütenblätter ein. Also die Produktion läuft eigentlich das ganze Jahr. Die Rosen müssen zuerst küchenfertig gezupft werden. Das heißt, Kelchboden und Kelchblätter entfernen. Nur die zarten Blütenblätter eignen sich für die Küche. Aber wie kommt man auf die Idee, mit Rosen zu kochen? Also das war ja nicht meine Idee, sondern die Rose ist eine der ältesten Delikatessen der Menschheit. Die Chinesen, die machen seit 6000 Jahren Rosentee. Die Perser haben Rosen in Honig eingelegt. Und die alten Römer, die sind bekannt gewesen für ihre rauschenden Rosenfeste. Die haben Rosenwein gemacht und die haben die Rose auch als Gewürz eingesetzt. Zum Beispiel für Fleischpasteten oder für pikante Fischsoßen. Also ich habe das jetzt eigentlich nur in die Moderne übertragen. Die Rezepte ihrer Rosenküche hat sie selbst kreiert. Besonders begeistert ist sie von ihrer jüngsten Rezeptidee. Dazu kocht sie eine große Menge an Blütenblättern so lange, bis sie weich sind. Dann geliert die Rosenköchin den Sud mit handelsüblichen Zutaten. Ihr Credo: gute Produkte und die richtige Mischung, das macht ein schmackhaftes Rosenkompott. Hausgemacht aus Duftrosen bereichert es vor allem die Dessertküche. Das Rosenkompott wird verwendet wie Fruchtkompott, also man gibt es über Süßspeisen, Grießschnitten, Kaiserschmarrn, diese Richtung. Und das Kompott ist nur eine Variation der vielfältigen Delikatessen, die Frau Bergler-Fischer aus den sommerfrischen Rosenblüten zubereitet. Wir stellen natürlich Klassiker her, wie Rosengelee, Rosensirup oder Rosenessig. Es gibt aber auch ganz innovative Produkte wie Rosenapfelchutney, Senf mit Rosen oder unsere Rosennudeln, Rosenblütenwein, Rosensalz, Rosenpfeffer, Teemischung. Also da gibt es eine ganz große Bandbreite, die man hier mit Rosen abdecken kann. Derzeit können die Fans von Rosenköstlichkeiten bei Frau Bergler-Fischer aus über 30 Produkten auswählen, von süß bis hochprozentig. Die Rosenköchin tüftelt unterdessen längst an neuen Rezepten für die kulinarische Veredelung der Königin der Blumen.
Also nach all diesen rosigen Einblicken hat für mich diese Blume sogar noch an Mythos gewonnen. Na, für mich auch, muss ich sagen. Deswegen, lieber Pierre, für dich als Zeichen meiner Freundschaft und Treue extra in Orange. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Merci, wie schön. Die riecht auch super. Ja. Glaubst du, sie schmeckt auch gut? Nein, sie schützt sich mit Stacheln vor ihren Fressfeinden, Pierre. Ich werde gut auf sie aufpassen. Versprochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, na, prochain. Reste curieux. Allez. Gut, ist getrocknet mit Zucker. Mit, können wir vielleicht auch noch probieren. Was meinst du? Salzrote Rosen.